Was ist das denn? Och nee, nicht die schon wieder. I think people are underestimating the force of angry kids. We need to pensar. We need to do everything we can. Und das heißt jetzt was? Was wird dann aus losgenähter fetten Mercedes? My generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. Ja, nice. Jetzt habe ich den Salat. Egal. Leute, ich habe ein Problem. Mein Benzer ist weg. Und der Typ hat einen grünen Bart. So, da sind wir jetzt. In einem Rennen. Und ihr seht, ich darf keinen Benzer mehr fahren. Dankeschön an dich dafür. Du musst mich auch gar nicht böse angucken. Du weißt ganz genau, dass ich dich nicht mag. Und ja. Ich habe natürlich einen Chinchilla auf dem Rücken. Weil flexen muss sein. Und einen goldigen Wagen, weil irgendwie muss man ja den Preis vom Benzer wieder reinholen. Ich kann doch nicht auf einmal Fiat fahren. Spaß, nichts gegen Fiat. Und Dankeschön. Ja, was wollte ich noch sagen? Auf jeden Fall, es ist das zweite Mal, dass ich Nosegnator fährt keinen Mercedes aufnehmen muss. Weil, nice. Weil es gab in meinem Audioaufnahmeprogramm, gibt es so eine, ich sag mal, es gibt so einen Effekt. Der lässt halt das Rauschen im Hintergrund verschwinden und ihr wisst, dass es mich mega stört an meinen Videos. Das habe ich halt ausprobiert und habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe mir so gedacht, ja, Hund. Ich habe mir so gedacht, ja, vielleicht wird es ein bisschen geiler zum Zuhören. Und was soll ich sagen, das war die größte Verarsche, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Weil das Rauschen wurde jetzt bei mir nicht rausgenommen. Und entweder lag das an mir, weil ich nicht klargekommen bin, was ich da jetzt auswählen muss. Oder einfach am Programm, weil es unfähig ist oder sonst was. Ich habe die Audiospur halt auch gesichert gehabt, dass ich eine ohne Effekt drin hatte. Bei der war das Problem aber, dass ich die Mikrofonempfindlichkeit nicht runtergeschraubt habe. Und das deswegen die ganze Zeit so ein Piepen im Hintergrund hatte. Und bitte als erster, jawohl. Ja, und das ist jetzt der Grund, wieso ich das Ganze zweimal aufnehmen muss. Und ich flex mir meinen Wagen. Wir sind voll, was du nicht sagst. Ja, und deswegen nutze ich jetzt mehrere Autos. Und wegen der Greta, ich nutze jetzt mehrere Autos, die aber kein Benzer sind. Aber trotzdem irgendwie geil aussehen oder sich geil fahren lassen. Und das zweite nehme ich jetzt gerade bei dem hier zurück. Und weil ich das Ganze zweimal aufnehmen musste, wird diese Folge eher gegen Ende Woche kommen. Und nicht so, wie ich es geplant habe, am Mittwoch. Ich habe das Ganze jetzt am Montag aufgenommen. Wollte es am Dienstag schneiden. Dann ist mir das aufgefallen mit dem Ton. Und dann bin ich ganz ehrlich, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und jetzt an dem Tag, an dem ich das aufnehme, ist Mittwoch. Und mal gucken, ob ich es jetzt irgendwie am Donnerstag noch rauskriege. Oder ob es erst irgendwie Freitag oder am Wochenende rauskommt. Die eine Idee behalte ich aber noch mit der Greta. Thank you. Und zweiter. Ja, und was macht man, wenn Greta einem den CO2-Ausstoß von einem Benzer verbietet? Genau, man holt sich einen Wagen mit vier fetten Auspuffen. Und mit dem fahre ich jetzt. Und der lässt sich noch richtig geil lenken. Und ist auch Greta-freundlich. Und ich nehme auch gerade noch mal eine Zuschauerfrage jetzt in das Video rein, weil mir ist gerade aufgefallen, dass ich eine gekriegt habe. Und ich glaube, das wäre ganz interessant für einige, wenn ich diese, ja halt, ich sag mal, öffentlicher beantwort. Und ah, schade. Und zwar ist die Frage halt gestellt worden von Benny. Ja, und er fragt halt nach einem Tutorial zum Bilder bearbeiten. Ich habe es eigentlich nicht vorgehabt, dass ich irgendein Tutorial hier machen werde. Also was so Programme und so angeht. Gib sonst einfach ein in YouTube, GIMP Tutorials. Und dann solltest du das eigentlich finden. Und wenn Greta sich schon beschwert, dass ich zu viel CO2 ausstoß, dann gehe ich an dem Ort hin, wo eh schon viel CO2 ausgestoßen wird. Nee. Apropos Kommentare von Benny, ich habe letztes Mal einen von ihm übersehen. Und ich habe tatsächlich einen übersehen und tut mir leid dafür.
Und ich hoffe jetzt, dass es mit dem Ton diesmal besser ist, weil ich habe keine Lust, das Ding dreimal aufzunehmen. Ich lass mir so Sau machen von so einer Kuhficker, von so einer. Ja, nee! Und der Wagen lässt sich auch noch ganz gut lenken, finde ich. Und top. Oh. Ja, natürlich. Oh. 1, 2, 3. Bitte überhol ihn noch. No. Oh. 5. So, und jetzt heißt es. Apache bleibt gleich. Och nee. Ey, es ist schwer, Apache zu sein, ganz ehrlich. Mit 10 PS durch deine Stadt, das wird nicht angenehm. Natürlich. Natürlich. Ist nicht so, dass ich extra Platz gemacht habe. Nee, er nimmt mich noch mit. Ich bin 7. aber. Apache bleibt gleich. Und das ist das einzig Wichtige. So, komm schon, Apache steigt jetzt aus und rennt. Apache bleibt gleich. Apache ist schnell. Apache ist schnell. Apache ist sehr schnell. Ja, Apache wird getroffen. Apache ist 6. 5. Und Apache bleibt gleich. Nee. 5. So, und jetzt fahren wir mit einem Katzenwagen. So der Kuhficker. So der Kuhficker. So der Kuhficker. Ich habe den Wagen ungelogen noch nie gefahren. Jetzt weiß ich auch wieso. Ja, 2. Egal. Achso! Nein! Toll. Ich muss niesen, hab jetzt das Ding ausgesucht, nice. Und über diesen einen Auspuff freut sich auch die Greta. Und wie ich mit diesem Motorrad fahre, das seht ihr gleich. Ich hasse Motorrad. Ich hasse es. Ich komme nicht klar mit diesem Motorrad. Ja? Och nee. Ja, immerhin 2. Und Leute, dieses Mal habe ich ein bärenstarkes Auto. Versteht ihr, weil Bär? Ich weiß, es war nicht witzig. Aber der Bär ist ja blau. Und der Auspuff sieht irgendwie aus wie zwei Augen am Arsch. Eure Meinung gehen in die Umfrage. Ja, ist klar. Ja, triff bitte. Triff? Jawohl. Bärenstark. Wenn das mal nicht eine bärenstarke Aktion war. Und ich habe jetzt ein 4000er Score. Fehler bei der Datenübertragung. Ja, für den Flex nehme ich mal Gold, Mario. Futzpimmel. Ehrenmann. Und der Flex ist real. Na, Maxwell, aus was besteht der Wagen? Gold! Richtig. Da ist er. Schnell zu ihm. Bitte. Für das Video. Fürs Thumbnail. Bleib stehen. 2. Jawohl. Und dieses Mal fahren wir Go-Kart. Und ich war 10 Meter neben ihm. Und als ob seine Bananen so groß sind. High five. Oh. Jawohl. Das Screen machen. Screen. Ja. Och, schade. Ja, schade. Egal, ich gönn's ihm. So, und ich würde sagen, damit war's auch mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Vergesst die Umfrage nicht. Und was ist das jetzt wieder für ein Vieh? Und ja, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder, hoffentlich. Und ja, ciao!